Hallo zu einem Let's View. Ich war mal auf dem Flohmarkt und da habe ich dieses interessante Disney-Buch oder Kinderbuch aus dem Jahre 1961 gefunden. Ja, und das wollte ich einfach mal mir anschauen mit euch. Da haben wir das aus dem Büchert Verlag, das Susi-Buch von Walt Disney um die Hündin Susi. Das ist die Nummer 4. Und wie ich gesagt hatte, aus den 60ern. Blättern wir einfach mal dieses Kinderbuch durch. Ja, hier sehen wir auch erstmal schön, dieses Buch gehört. Richtig schöne Artworks. Ne? Das macht das richtig Spaß. Oder das macht Spaß, dies einfach sich anzuschauen. Ne? Mickey. Ja. Tick, Trick oder Track. Keine Ahnung, einer fehlt ja. Hier, glaube ich, die Maus ist aus Cinderella. Namen kenne ich jetzt nicht so. Dann haben wir Susi. Auch sehr, sehr schön. Ich mag diese Zeichnungen, sind wunderschön. So, und hier haben wir auch gleich die Geschichte. Ne? Und ich kann es ja auch einfach mal vorlesen, so viel Text ist es ja nicht. Susi war ein Cocker Spaniel und sie kam zu zwei Menschen, die hießen Darling und Jim. Susi hatte zwei saubere Futternäpfchen für sich ganz allein. Und sie hatte auch ein Körbchen mit einer Decke darin. Ja, hier können wir sehen. Und wie man so bei Kindern, ne? Man spricht ja drüber. Aber sie erzog ihre Leute dazu, dass sie bei Tisch zu futtern, nur so ein bisschen ab und zu. Und bald durfte sie sogar am Fußende ihrer Betten schlafen. Auch einfach süß gemacht. Ja, hier holt sie die Zeitung. Susi brachte die Morgenzeitung ins Haus und fast alle Post. Und wenn Jim abends nach Hause kam und pfiff, dann rannte sie los und ihm entgegen. Susi war ganz fest davon überzeugt, dass sie ein sehr glückliches Zuhause hatte. Und ihre Nachbarn Jock und Pluto, die gleich nebenan wohnten, fanden das auch. Ja, da sehen wir die beiden Hunde. Jock und Pluto. Hat nichts mit unserem Pluto zu tun, auch wenn er auch Schlappohren hatte. Also mit Mickys Pluto. Ja, und da haben wir. Aber da war noch ein anderer Hund in der Gegend. Ein frecher Bursche. Der hieß Storch. Ich werde niemals das Halsband von einem Menschen tragen, prahlte er. Nur so kann man glücklich sein. Ja, wir sehen, das ist wunderschön einfach, die Zeichnung. Aber wo schläfst du denn? Fragte Susi. Und was tust du, um Futter zu bekommen? Oh, das ist ganz einfach. Wenn man ein bisschen Bescheid weiß, sagte Storch forsch. Und du, meine stolze Schöne, du wirst dich noch sehr wundern, wenn erst in euer Haus ein Baby kommt und da bleibt. Die Menschen haben in ihrem Herzen für Liebe nicht viel Platz. Und wenn ein Baby ankommt, schon geht der Hund weg. Ich werde das auch unzensiert lassen. Ich könnte es hier zusammenkürzen, wenn ich mich verspreche. Aber das macht jetzt den Charme, finde ich, von dem Video aus. Ja. Ja, hier sehen wir auch schön diese ganzen, die Erzählung, auch diese Zeichnung, das macht Spaß. Diese sonderbaren Worte beunruhigten Susi. Und das wurde noch schlimmer, als wirklich ein Baby kam und im Haus blieb. Darling und Jim wollten nicht etwa unfreundlich zu sie sein. Nein, aber sie hatten jetzt eben sehr viel zu tun. Und das Schlimmste war, dass Darlings Tante Sarah kam. Der Hund muss aber draußen im Garten bleiben, befahl sie. Und ihr müsst für ihn einen Maulkorb kaufen. Am nächsten Tag brachte sie einen Maulkorb mit und legte ihn Susi um. Dann wurde Susi im Garten angebunden. Oh, wie unglücklich war Susi da. Jock und Pluto waren auch unglücklich. So leid taten sie ihnen. Aber ein Ausweg fiel ihnen nicht ein. Da kam Storch vorbei. Oh, machte er und hörte sich beinahe so an, als ob er lachte. Nun ist es also schon passiert, genau wie ich gesagt habe. Na, es tut mir leid. Wir werden diesen Maulkorb bald los sein. So. Komm, ich komme mir vor, als ob ich jetzt Kindern die Geschichte vorlese. Mitkommen heute, Susi? Kannst du denn nicht sehen, dass ich hier festgebunden bin? Richtig, habe ich ganz vergessen, dass du nur noch eine Menge lernen musst, Susi, sagte Storch. Und dann zeigte er ihr, wie sie an der Leine scheuern muss, bis sie zerriss. Dann rannten Susi und Storch, um den Maulkorb abzumachen. Susi konnte sich gar nicht vorstellen, was Storch vorhatte, aber er führte sie mitten durch die Stadt in den Zoo. An den Wärtern am Eingang vorbei. So, da haben wir einen Biber. Um diese Zeit wurde der Zoo immer geschlossen und es waren nur noch wenige Leute da.
Aber Biber regelte sich noch vor seinem Teich. »Hey da«, rief Strolch, »kannst du mal einer Dame einen Gefallen tun?« »Klar«, sagte der Biber, »sowas tue ich immer gern.« »Hören Sie mal, Fräulein, Sie haben aber ein bisschen entzückendes Ding um.« Er deutete mit dem Kopf auf Susis Maulkorb und lachte. »Das wollen wir loswerden«, sagte Strolch, »und du kannst es haben, wenn du es abkriegen kannst.« Also nackte der Biber den Maulkorb ab. Und als Susi und Strolch Dankeschön gesagt hatten und gingen, probierte er ihn schon auf. »Wohin nun?«, fragte Susi. »Die Welt ist so weit«, rief Strolch. »Und wir gehen überall hin, wohin du willst.« Ja, ich finde es auch einfach schön, ne? Zeichnungen machen Spaß anzugucken. »Oh, ich muss nach Hause«, sagte Susi. »Ich muss auf das Haus aufpassen und auf das Baby. Du weißt das doch.« »Nach Hause?«, rief Strolch. »Nach dieser Geschichte mit dem Maulkorb und allem, Mädchen sind doch zu unbegreiflich.« Aber er kam doch mit. Gerade als sie in Susis Garten ankamen, sahen sie ein Licht. Ein sonderbares Licht, das in der Küche flackerte. Es war ein Feuer, nur eine kleine Flamme, aber sie wussten, dass es da nicht brennen durfte. »Das Baby«, schrie Susi und rannte ins Haus, Strolch dicht auf den Fersen. Strolch hielt an der Wiege Wache und Susi weckte Jim und Darling. Ja, hier diese Dramatik, ne? Das ist richtig schön gelungen. Man sieht richtig so diese Emotionen da drin, ne? Es macht Spaß, das sich anzugucken. Auch hier die Erwachsenen, die Kinder, wie die auch nicht zu sehen sind einfach, ne? Das ist, zentriert sich zum größten Teil eben halt auf die Tiere. Was für eine Aufregung, als Darling und Jim aufwachten, fing das Baby an zu schreien. Erst wollten Darling und Jim Susi und Strolch die Schuld daran geben, aber als sie das Feuer entdeckten, sah alles ganz anders aus. »Danke, junger Mann«, sagte Jim, als er das Feuer gelöscht hatte. »Es kommt mir ganz so vor, als ob du dir heute ein Zuhause erobert hast und eine gute Stellung noch außerdem. Morgen wollen wir gleich in die Stadt gehen und eine Steuermarke und ein Halsband kaufen, damit alles klar ist.« Ja, wir nähern uns dem Ende, ne? So, auch diese Romantik. Ist noch schön zu sehen, auch ein sehr, sehr schönes Bild irgendwie. Strolch sah aus dem Fenster, wo die weite Welt wartete. Dann sah er Susi an, die neben ihm saß. »Wuff«, bellte er. »Und das heißt, ja, ist gut.« Und er gab Jim die Pfote. Nun hatten Susi und Strolch zwei Familien, auf die sie aufpassen mussten. Darling, Jim und das Baby sind die eine. Die andere ist eine Familie von wolligen, molligen Hundebabys. Und Strolch mit seinem Halsband ist der stolzeste Hund in der ganzen Stadt. Ja, und hier sehen wir eben halt die Kinder, ne? Und das war es auch eben halt. Hier haben wir nochmal das gleiche Bild wie vom Anfang, wie es gehört. Und hier, was haben wir hier noch schön? Die lustigen und spannenden Geschichten von Walt Disney bekommst du jetzt auch als Hörspiel auf Baccarola-Schallplatten in bunter Tasche mit 5 Bildseiten für 5,85 D. Man muss ich mal gucken, was das war. Ja, haben wir noch die Abschlussseite. Und hier sehen wir auch nochmal schön viele Charaktere und welche ganzen Geschichten es gibt. Ja. Mütterchen liegen. Das war das Susi und Comic oder Kinderbuch. Richtig klasse. Ach ja, ich wollte nochmal nachgucken, der Verlag, damit wir nochmal das Datum direkt sehen. Hier unten sehen wir 1961. Es ist erschienen. Richtig cool. Und, hat es euch gefallen? Ja. Wenn euch das gefallen hat, hinterlasst ein Abo, ein Like und einen Kommentar und ja, wir hören, sehen uns beim nächsten Mal.